Wir werden deine fantastische Treffsicherheit nutzen. Du wirst dich um das Maschinengewehr kümmern, das ich beim Flugzeugfriedhof aufgestellt habe. Von dort aus kann man die Hütte genau ins Visier nehmen. Wenn alles so funktioniert, wie ich hoffe, werden diese Typen aus der Hütte herauskommen, sobald das Bohrloch explodiert. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um hineinzugehen und Gina zu befreien. Wenn die Ganoven zur Hütte zurückkehren, beginnst du sie zu beschießen, damit sie uns nicht verfolgen, wenn sie entdecken, dass Gina nicht mehr da ist. Verstanden? Verstanden. Es wird ein Vergnügen sein, diese Schweine zu rösten. Aber wann soll ich in Richtung des Hubschraubers laufen? Du wirst viel zu weit entfernt sein. Und außerdem musst du uns auf unserem Rückzug Deckung geben. Sobald Mariola, Gina und ich im Hubschrauber sind, werden wir abheben und dich am Flugzeugfriedhof auflesen. Einverstanden, aber nicht, dass ihr mich vergesst. Keine Sorge, niemand wird zurückbleiben. Carla, du wirst den Motor anlassen, sobald Mariola das Bohrloch sprengt. Einverstanden? Carla? Ja, entschuldigt. Ich bin dabei, dieses Flughandbuch durchzulesen. Flughandbuch? Carla, bist du sicher, dass du diesen Hubschrauber fliegen kannst? Aber klar, ich habe nur einige Anweisungen nachgelesen. Ich habe mehr Flugstunden als eine Möwe. Und auch die Federn, meine Liebe. Jammer, schade, meine Liebe. Neid steht niemandem gut. Aber Mädels, hört schon auf. Carla, wir verlassen uns auf dich. Und möge der im Himmel uns beistehen. Ist das spannend, Mädels. Fühlt ihr euch nicht wie drei Bengel für Charlie? Leute, jetzt reicht es mit der Plauderei. Alle auf ihre Posten. Viel Glück. Und besonders für mich. Gut. Prüfen wir alles ganz genau. Mariola, bist du in Position? Oh ja, ja. In Stellung. Okay, warte auf das Signal. Lula, fertig? In Stellung. Ich brenne auf einen Kampf. Perfekt. Bleibt in Alarmbereitschaft. Carla, bist du bereit? In Stellung, Sir. Sergeant Hewitt bereit zum Abflug. Sehr gut. In Ordnung. Es ist Zeit. Mädels, die Party kann beginnen. Mariola, spreng das verdammte Bohrloch. Was zum Teufel war das? Scheiße, das Bohrloch ist explodiert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir sollten die Sandrettis anrufen. Das Mädchen ist nicht mehr da. Das gibt's doch nicht. Verdammtes Miststück. Schnell, Lula! Rein mit dir! Pass auf, Carla! Los, Carla! Bring uns hier raus! Ah, was? Was ist denn jetzt los? Ich habe mir in diesem verdammten Auslöser einen Nagel eingerissen. Mann, was für eine Flucht. Ihr könnt nicht bestreiten, dass ich unglaublich war. Die Reise mit dem Hubschrauber? Sagen wir, sie war sehr anregend. Carla war seit langem nicht mehr geflogen und ehrlich gesagt, ließ sie uns ganz schön schwitzen. Aber das Wichtigste ist, dass sie es schaffte, uns nach Arizona zu bringen. In das Gebiet, in dem früher der Hopi-Stamm gelebt hatte. Dort hofften wir, Näheres über das Kruzifix zu erfahren. Als ich Gina befreite, konnte ich zum Glück sowohl das Kruzifix als auch den Rest meiner Sachen aus der Hütte holen. Glücklicherweise hatten die Mädels ihre ganze Garderobe mitgenommen und konnten Gina und mir einige Klamotten leihen. Wir wussten, dass passende Kleidung für die Wüstenstrecke vor uns nicht schlecht wäre. Passt gut auf euch auf, Schätzchen. Ihr auch auf euch. Und danke für alles. Huch, ich hasse Abschiede. Am Ende muss ich immer flennen.
Ich verspreche euch, dass wir vorbeischauen werden, um eure Show zu sehen, sobald es geht. Besser, du hältst Wort, wenn du keine Schwierigkeit mit einem Marine haben möchtest, mein kleiner Süßer. Hm? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bussi. Bis bald. Auf Wiedersehen, Mädels. Ich werde euch nie vergessen. Und wir dich auch nicht. Lebt wohl. Wieder allein. Du und ich. Sonst hast du keine Probleme? Stört es dich vielleicht, allein mit mir zu sein? Natürlich nicht. Was soll das? Oh je, du brauchst nicht gleich böse zu werden. War doch nur ein Scherz. Ist schon gut. Lass uns keine Zeit verlieren. Komm, lass uns jemanden suchen, der etwas über die Indianer weiß. Vielleicht haben wir Glück und treffen einen echten Hopi. Ich bezweifle es. Aber man weiß ja nie. Da hinten habe ich einen Weg gesehen. Lass uns gehen. Warte mal, mein Schnürsenkel ist aufgegangen. Das habe ich gleich. Ich werde mal von oben einen Blick drauf werfen. Nein! Ah! Gina! 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 Antworte mir! Gina! Nein! Nein!